Der Reiseveranstalter Thomas Cook hat Insolvenzantrag gestellt. Und damit ist auch des Deutschen liebstes Kind die Pauschalreise betroffen. Erstaunlicherweise sieht es jetzt so aus, dass durch die Insolvenz Pauschalreisende möglicherweise tatsächlich einen finanziellen Schaden erleiden werden. Und für einige ebenfalls überraschend ist in diesem Zusammenhang plötzlich das Wort Staatshaftung in aller Munde. Was bedeutet das eigentlich? Ist das so überraschend? Wir erklären die Hintergründe. Denn wenn man in die Gesetze guckt und die gesetzlichen Regelungen, na, dann ist das Wort Staatshaftung vielleicht gar nicht so fernliegend. Es liegt an folgender Konstellation. Es gibt eine EU-Richtlinie zum Reiserecht aus dem Jahre 2015. Ich habe hier mal die EU-Richtlinie vorliegen und auch das Wichtigste daran schon markiert. Ich lese auch einige Sätze daraus vor, damit ganz klar wird, was die EU eigentlich hier quasi so angedacht hat. Eine EU-Richtlinie bedeutet nämlich, dass sozusagen die EU eine Vorgabe macht und der jeweilige Mitgliedstaat das in sein Recht umwandeln muss. Also sprich, es gilt nicht direkt in den Mitgliedstaaten, sondern das ist quasi Vorgabe, die dann in Deutschland eben in deutsches Recht umgewandelt werden muss. Hier heißt es in der EU-Richtlinie zum Reiserecht, die Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass Reisende, die eine Pauschalreise erwerben, vor der Insolvenz des Reiseveranstalters in vollem Umfang geschützt sind. Klingt super, finde ich eine gute Grundlage, gerade für Pauschalreisende. Also sprich, was die EU hier vorsieht, ist ja ein vollumfänglicher Schutz, so ist es auch formuliert. Und das geht sogar noch weit, das wird noch ein bisschen weiter erklärt. Im nächsten Absatz heißt es dann nämlich in der Richtlinie dazu, damit der Schutz vor Insolvenz wirksam ist, sollte er die vorhersehbaren Zahlungsbeträge, die von der Insolvenz eines Reiseveranstalters betroffen sind und gegebenenfalls die vorhersehbaren Kosten der Rückbeförderung abdecken. Also sprich, ich finde, da hat ja sozusagen die EU an vieles und an fast alles gedacht eigentlich, an die Rückforderung, die Rückführung, also sprich, die Reisenden sollen da eben quasi schadlos gestellt werden. Jetzt ist halt die Frage, was hat Deutschland daraus gemacht? Und da gucken wir uns mal an, wie das deutsche Gesetz dazu aussieht. Tatsächlich gibt es da sozusagen ja, einen Paragraphen, der das insgesamt widerspiegeln soll. Das ist nämlich der Paragraph 651 RBGB. Der regelt die Insolvenzsicherung und da gibt es einen Absatz 3. Und dieser Absatz 3, den werde ich auch gleich kurz vorlesen, der ist relativ überraschend. Da geht es nämlich darum, dass der Versicherer oder das Kreditinstitut oder der Kundengeldabsicherer des Reiseveranstalters seine Haftung begrenzen kann. Also ist relativ überraschend. Ich lese erstmal den Wortlaut vor und erkläre ein bisschen was dazu. Der Wortlaut lautet also wie folgt, kurz zusammengefasst: Der Versicherer oder das Kreditinstitut, Klammer auf, Kundengeldabsicherer, Klammer zu, kann seine Haftung für die von ihm in einem Geschäftsjahr insgesamt nach diesem Gesetz zu erstattenden Beträge auf 110 Millionen Euro begrenzen. Ja, für mich ist es insofern schon überraschend, als dass man hier von einem vollumfänglichen Schutz redet und hier ja zumindest eine Deckelung drauf hat. Was bedeutet das jetzt? Also, dieses Gesetz sagt im Prinzip, dass also Thomas Cook zum Beispiel als Reiseveranstalter versichert sein muss. Da gibt es eben einen Versicherer und dieser Versicherer aber, der darf seine Haftung insgesamt nach diesem Gesetz auf 110 Millionen Euro begrenzen und zwar in einem Geschäftsjahr. Das ist insofern überraschend, als dass natürlich von einem vollumfänglichen Schutz hier nicht mehr die Rede ist und dass es auch nicht mehr begrenzt ist auf einen Reiseveranstalter. Also es geht nicht nur darum, dass man sagt, für Thomas Cook ist von dem jeweiligen Versicherer der Schutz begrenzt auf 110 Millionen. Nein, man geht sozusagen von der Sicht des Versicherers aus und der darf seine Maximalzahlung pro Geschäftsjahr auf 110 Millionen Euro begrenzen. Jetzt ist natürlich die Frage, naja, wie sieht es denn aus? 110 Millionen Euro ist jetzt vielleicht nicht wenig. Ist es vielleicht ausreichend? Ne? Also wir erinnern uns wieder an die Vorgabe aus dem EU-Recht. Da war ja quasi die Rede davon, dass der Schutz wirksam sein soll und ja eben alle vorhersehbaren Zahlungsbeträge umfassen soll und auch die Rückbeförderungskosten. Also sprich, wir gucken uns mal an, wie ist denn diese 110 Millionen Euro Begrenzung vielleicht einzuordnen? Und ich sage mal, ganz einfach anzugucken ist ja, wie sich das Gesetz entwickelt hat. Ne? Der Reisemarkt hat sich ja schon entwickelt. Wie sieht das denn da mit dem Gesetz aus? Und tatsächlich muss man feststellen, das hat sich gar nicht so groß entwickelt. Ne? Also das, was ich gerade vorgelesen habe, war der 651 RBGB. Der ist tatsächlich in Anführungsstrichen relativ neu. Also sprich, der resultiert schon aus einer Reform des Reiserechts, auch im deutschen Recht, und zwar aus 2017. Aber wenn man sozusagen weiter zurückkommt, dann stellt man fest,
mit ein paar kleineren Änderungen in 2001 und 2002, das eigentlich schon in 1994, wohlgemerkt vor 25 Jahren, die Formulierung und die Summen eigentlich schon ähnlich waren. Damit das noch ein bisschen nachvollziehbarer ist, lese ich jetzt einfach mal die Formulierung vor des Gesetzes aus 1994. Damals war das nicht der 651R, sondern der 651K. Und da hieß es in dem Gesetz wie folgt: Der Versicherer oder das Kreditinstitut kann seine Haftung für die von ihm in einem Jahr insgesamt nach diesem Gesetz zu erstattenden Beträge jeweils für das erste Jahr nach dem 31. Oktober 1994 auf 70, für das zweite Jahr auf 100, für das dritte Jahr auf 150 und für die der darauffolgenden Zeit auf 200 Millionen deutsche Mark begrenzen. Ja, da ist noch von deutschem Mark die Rede, aber ansonsten kommt uns doch der Wortlaut sehr bekannt vor. Also hier, wie gesagt, ist noch 200 Millionen Mark genannt und im neuen Gesetz ist quasi 110 Millionen Euro dann als Summe genannt. Aber vom Prinzip her muss man einräumen, viel geändert hat sich an der Summe nicht und das seit 1994. Also meine Verwunderung ist da schon mal da, denn wer 1994 verreist ist, naja, vielleicht hat er doch ein bisschen weniger bezahlt als heutzutage und man muss auch sagen, vielleicht sind da auch ein paar weniger Leute verreist. Ne? Also der Reisemarkt hat sich ja in den letzten 25 Jahren vielleicht schon ein bisschen entwickelt und man fragt sich, warum hat der Gesetzgeber denn da die Zahlen nicht angepasst? Tja, diese Frage, die wurde auch tatsächlich erörtert. Denn, wie gerade erklärt, die EU-Richtlinie, die ist ja aus 2015, musste dann in deutsches Gesetz umgewandelt werden und wurde ja auch, habe ich ja vorgelesen. Und ja, zu dieser Umwandlung gab es natürlich auch Diskussionen. Ne? Das ist immer gut. Und ich habe einfach mal die Bundestagsdrucksache dazu rausgesucht aus dem Jahre 2017. Also wie man sieht, ein ziemlich dicker Wälzer. Und da gibt es auch schon so ein kleines Posting von mir da drin. Da gibt es nämlich eine Passage, die genau quasi um diese Absätze, um die wir gerade reden, um die geht es da in dieser Diskussion, um die Absätze 3 und 4 nämlich des heutigen 651R und eben die schon mehrfach erwähnte Haftsumme. Da wird also quasi diskutiert, ob man denn vielleicht die Haftsumme anpassen muss. Und am Ende des Tages, sozusagen wir kennen das Ergebnis schon, wurde das verneint. Und zwar wird hier, wie man sieht, in relativ kurzen Sätzen diskutiert, ob man es denn anpassen muss. Im Prinzip wird da gesagt, nö, also zwar ist da erwähnt, die Sicherheit muss die nach vernünftigen Ermessen vorhersehbaren Kosten abdecken, aber die Obergrenze ist nach wie vor ausreichend bemessen. Begründung weiter. In den Jahren seit 1994, also auch der Gesetzgeber hat gesehen, da hat sich nicht viel getan, betrug der höchste durch die Insolvenz eines Reiseveranstalters eingetretene Versicherungsschaden rund 30 Millionen Euro. Alle von der Insolvenz betroffenen Reisenden konnten vollständig entschädigt werden. Dies belegt die Richtigkeit der Annahme des Gesetzes in den Jahren 1994 und 2001, dass eine Sicherungslücke zwar theoretisch, aber faktisch nicht besteht. Ja, ich finde das überraschend. Ja, klar, mag da irgendwann mal ein Reiseveranstalter in die Insolvenz gegangen sein und da war die Haftsumme nur 30 Millionen, die da überhaupt in Rede stand, also sprich der Betrag, der erstattet werden musste. Aber das heißt natürlich nicht, dass das immer gilt. Es gibt, wie wir wissen, große und kleine Reiseveranstalter und nicht mal erwähnt wird hier, in welchem Jahr denn diese Insolvenz des anderen Veranstalters war. Also sprich, zwischen 1994 und 2019 ist ja auch eine Menge Wasser durch den Rhein geflossen, also sprich, eine Menge passiert. Ich finde es sehr, sehr überraschend, dass hier die Diskussion so, so kurz gehalten wurde und ja, dass nur einmal einer die Summe von 110 Millionen Euro nicht gerissen hat. Naja, ob das jetzt quasi bedeutet, dass damit alle Reisenden, wie es das EU-Recht ja eigentlich verlangt, vollumfänglich geschützt sind, das wage ich zu bezweifeln. Das mag sein, aber allein aus dieser Begründung wird man das in meinen Augen sicherlich nicht herleiten können. Also da wird schon mehr zu überlegen sein. Da wird man sich zum Beispiel die Bilanzen der Reiseveranstalter sicher ansehen müssen, um eben abzuschätzen, ob, und ich greife sozusagen nochmal zur EU-Richtlinie, die ich da wirklich richtig gut finde, um eben abzuschätzen, ob die vorhersehbaren Zahlungsbeträge und Rückbeförderungskosten denn abgedeckt sind. Also sprich, so eine kurze Erläuterung zu dieser, ja, ich sag mal, harten Vorgabe eigentlich von der EU scheint mir ja, sehr, sehr fraglich, ob das denn ausreichend ist. Und in der Tat wurde darüber auch
Überraschung, natürlich diskutiert. Tatsächlich habe ich mal wieder was mitgebracht aus dem Tourismusausschuss, zwei Sachen sogar direkt. Und zwar interessanterweise vom 25.09.2019. Wer sozusagen in der Sache drin ist, der weiß, dass das genau sozusagen mit der Thomas Cook Insolvenz, dem Antrag zusammenfällt, ist aber mehr oder weniger Zufall, wenn man sich das Ganze genau durchguckt, was also hier vom Deutschen Bundestag als Pressemitteilung dazu rausgegeben wird, dann wird da auch gesagt, dass bereits im März 2019 mit den Stimmen von Bündnis 90 Die Grünen der Antrag also quasi eingebracht wurde, nämlich diese Summe, diese Haftsumme zu erhöhen. Und tja, da wurde dann auch gesagt, es steht also in keinem direkten Zusammenhang mit der Thomas Cook Insolvenz, aber der Antrag wurde eben gestellt, diese Haftsumme deutlich zu erhöhen, nämlich auf 300 Millionen Euro. Ne? Das ist schon einiges. Und ja, wenn man sich das anguckt, wie die Diskussion da verlief zwischen den Parteien, dann ist das relativ überraschend. Also sprich, die Grünen hatten hier angebracht, lasst uns doch die Haftsumme erhöhen, weil eben 110 Millionen möglicherweise nicht mehr ausreichend sind. Und da wurde wieder von den verschiedenen Vertretern der Union, SPD und AfD gesagt, nö, ist gar nicht nötig. Ne? Also es wurde wieder angeführt, das ist blinder Aktionismus, warum denn? Es sollte nur ein Rettungsschirm für die TUI jetzt sein. Oder wieder das Argument, die heißt ja noch nie gerissen worden. Ja, ist, finde ich, kein gutes Argument, weil gibt so viele große Reiseveranstalter vielleicht auch nicht und davon hängt es ja auch nicht ab. Das ist auch nicht die Vorgabe der EU, sondern die EU hat ja quasi hier sehr, sehr schön formuliert, man soll quasi abschätzen, ob denn die Beträge reichen. Ja, inzwischen sind wir alle schlauer. In der Abstimmung vom 25.09. wurde der Antrag also abgelehnt. Ne? Union, SPD und AfD haben den Antrag abgelehnt, ist also nicht erhöht worden. Interessanterweise gab es dann fast auf den Tag genau 4 Wochen später eine neue Diskussion. Und zwar am 24.10.2019 gab es dann eine neue Diskussion, wieder im Tourismusausschuss, wieder gleiches Thema. Haftungsobergrenze 110 Millionen Euro bei der Reise, für Pauschalreisende eben. Und jetzt natürlich in Kenntnis dessen, dass die Zurich als Versicherung von Thomas Cook schon gesagt hat, also die 110 Millionen Euro, Leute, die reichen bei weitem nicht. Und wer das Ganze verfolgt hat, der hat auch mitbekommen, die 110 Millionen Euro sind ja begrenzt auf ein Geschäftsjahr. Das hat sich insofern auch nochmal ziemlich verdeutlicht, als dass nämlich in diesem Geschäftsjahr nicht nur Thomas Cook und seine Tochtergesellschaften in die Insolvenz gegangen sind, sondern ein ganz anderer Reiseveranstalter, nämlich Tour Vital. Der hat auch Insolvenzantrag gestellt, war mal mit Thomas Cook verbunden, das muss man sagen, hat damit aber gar nichts zu tun letztendlich, ist aber auch über die Zurich versichert. Und ne, jetzt wird einem sozusagen die volle Tragweite des Gesetzes auch bewusst. Die Zurich sagt jetzt, zu Recht, wir müssen in einem Geschäftsjahr 110 Millionen aufbringen. Das ist nicht begrenzt pro Reiseveranstalter. Man wird, glaube ich, erahnen können, dass bei einem so großen Reiseveranstalter 110 Millionen Euro relativ gering sind, wenn man sämtliche Töchter mit begrenzt oder mit bedenken muss und vielleicht noch andere Reiseveranstalter, die in dieser Zeit in die Insolvenz gehen, die dann auch noch was vom 110 Millionen Euro Kuchen haben möchten. Das ist inzwischen wohl auch in der Politik angekommen, denn nun hatte man den tollen Vorstoß, dass man sagt, ja, die 110 Millionen, die sollen jetzt auch eigentlich gar nicht sozusagen das Ganze sein, sondern die 110 Millionen sollen quasi nur die Rückforderung von Reisenden betreffen und die Rückbeförderungskosten, die sollen sozusagen als Sahnehäubchen obendrauf sein. Ja, wenn man das Gesetz liest, dann ist das vielleicht nicht ganz abwegig. Zürich sieht das völlig anders und sagt, wie kommt ihr denn darauf? Woher soll sich denn das ergeben? Also ihr seht, auch das ist eine Argumentation, die ich gut nachvollziehen kann, wird sich wahrscheinlich gerichtlich klären müssen, aber ist vielleicht auch ein bisschen eine Diskussion um des Kaisers Bartes, denn die Rückbeförderungskosten, die belaufen sich auf 80 Millionen Euro. Wenn man 110 Millionen hat, bleibt da sozusagen schon gar nichts mehr fast, um an die Reisenden überhaupt was zurückzuzahlen. Aber inzwischen sind ohnehin Werte, die weit, weit, weit jenseits der 110 Millionen
da in Umlauf, also sprich, was so durch die Presse geht, das sind irgendwelche Werte zwischen 300 und 500 Millionen, die da insgesamt vielleicht aufgebracht werden müssten, bei einer Begrenzung eben auf 110 Millionen. Also sprich, man kann vielleicht so einen Tropfen auf den heißen Stein geben, wenn man dazu kommt, dass die Zürich die Rückforderungskosten zusätzlich zu den 110 Millionen Euro zahlen muss. Ob das der Fall ist, ziemlich unklar. Aber inzwischen macht sich die Politik vielleicht auch Gedanken, ob das denn alles ganz richtig gelaufen ist. Denn, ich hatte es ja eingangs wiederholt gesagt, wir beziehen uns hier auf eine EU-Richtlinie. Und die EU-Richtlinie, die gibt halt quasi vor, das, was der deutsche Staat umsetzen muss. Und diese EU-Richtlinie, ja, die ist jetzt nicht so ganz freiwillig umzusetzen. Die hat zwar so ein bisschen Verhandlungsspielraum, muss man sagen, da steht drin, sollten, die Mitgliedstaaten sollten Pauschalurlauber in vollem Umfang schützen, also nicht müssen, ist schon ein bisschen was anderes, aber sollten ist schon ziemlich stark. Und das ist eigentlich auch die übliche Formulierung in Richtlinien. Also sprich, stärker wird es da eigentlich auch häufig auch gar nicht. Und entsprechend fragt man sich natürlich schon, hat denn der deutsche Gesetzgeber das EU-Recht hier überhaupt richtig umgesetzt? Die EU-Richtlinie war ja ziemlich klar und hat eben formuliert, dass man ja alle Kosten berücksichtigen soll, ne? Eben gerade damit der Pauschalurlauber in vollem Umfang geschützt ist. Und deshalb ist es auch nicht ganz verwunderlich, dass hier dann diskutiert wird, ob nicht vielleicht der Staat für gravierende Versäumnisse haftbar ist, wenn er etwa qualifizierte Verstöße gegen die Richtlinie begangen hat. Also sprich, in dieser Diskussion im Tourismusausschuss vom 24.10., da wird die Staatshaftung im Prinzip schon sehr, sehr deutlich andiskutiert. Klar, gibt es da unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, ja, wir konnten es ja gar nicht vorhersehen. Ja, Fragezeichen, konnte man es nicht vorhersehen. 94, nichts geändert. 110 Millionen, hätte man das vorhersehen können. Ja, und natürlich, verständlicherweise, sagen jetzt hier auch die Grünen, die ja den Betrag hochsetzen wollten, dass die Politik es versäumt habe, die Haftungsobergrenze eben von jährlich 110 Millionen raufzusetzen. Das klingt für mich auf jeden Fall, selbst aus dieser Richtung, nach Staatshaftung. Ne? Haftung wegen fehlerhafter Umsetzung der EU-Richtlinie. Die Bundesregierung, die sagt jetzt so salomonisch, man werde alternative Modelle des Insolvenzschutzes für Pauschalreisende suchen. Klingt für mich jetzt auch nicht so, als glaubt man immer noch an das System, wie es gefahren wird. Jedenfalls dürfte relativ klar sein, dass man mit Fug und Recht darüber diskutieren kann, ob Deutschland die EU-Richtlinie zum Schutz von Pauschalreisenden hinreichend umgesetzt hat. Und hat sie das nicht? Ja, dann sind wir eben in der Diskussion zur Staatshaftung. Ich hoffe, dass die Hintergründe dazu ja zumindest relativ deutlich geworden sind. Manches bleibt noch vielleicht nicht ganz klar, aber ich denke, das Prinzip der Staatshaftung dürfte auch für Nichtjuristen jetzt ganz gut verständlich geworden sein.